Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich Holzlineale gravier und laser. Als allererstes wird die Dichtschnur für die Basisplatte eingelegt. Auch wenn hier nur ein Lineal graviert wird, müssen trotzdem beide Plätze belegt sein, weil ich sonst das Vakuum verlieren würde. Das erste Werkzeug ist schon eingelegt. Ein 1/8 Zoll 90 Grad Gravierstichel. Als nächstes wird Z angetastet. X und Y muss ich nicht antasten, da ich die Position als festen Wert abgespeichert habe. Es kann losgehen. Übrigens, alles was hier gerade gesehen wurde, mache ich komplett mit dem Handrad. Es ist nun fertig graviert und die Aufnahme vom Laser wird nun heruntergefahren. Der Laser wird mittels Magnetkraft einfach nur angedockt. Als nächstes fahre ich mit der Gravierspitze auf X und Y 0. Dann fahre ich einen Offset zwischen Fräserspitze und Laser und speichere diesen Wert als neuen X und Y Wert. Deswegen diese scheinbar seltsamen Bewegungen. Zum Schluss wird noch Z angetastet und die Gravur gereinigt. Das mache ich mit so einer blauen Nylonbürste. Wir sind nun soweit, aber vorher wollen wir uns anschauen, wie das Ganze in CNC Graf gemacht wird. Als allererstes gehen wir in die Einstellung und Maschinenparameter. Dort müssen wir den Laser einschalten. Laden hier unsere Datei. Und gehen als nächstes auf diesen Startbutton. Es öffnet sich ein Fenster. Diese Werte hier, Lineal, kommt aus der Lasermaterialliste. Nachdem man auf Start gedrückt hat, kommt eine Meldung, ob das auch die richtige Datei ist. Nach dem Bestätigen kommt eine Fehlermeldung, der Befehl M3 fehlt. Aber ist ja auch logisch, den haben wir uns vorher rausgeschmissen. Ja, und so sieht's fertig aus. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt und ich glaube, ich werde es auch in Zukunft weiter so machen. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird. Bevor wir zu den Linealen kommen, müssen wir uns erstmal die Graviervorrichtung anschauen. Und da müssen wir einige Maße entnehmen. Wir klicken hier diese Kante an, sagen Prüfen, sagen diese Kante hier. Dann sagt mir die Software, okay, 31, irgendwas. So, einmal diesen Wert hier und jetzt habe ich mich verklickt und diesen Wert hier 92, irgendwas, den müssen wir übernehmen, damit es 1:1 später mit der Graviervorrichtung stimmt, denn man hat es ja gesehen, ich taste genau diese Ecke hier an, aber natürlich gefluchtet so und so. Das habe ich mit Absicht so gemacht, denn hier sind so Madenschrauben, man hat es ja schon gesehen, und da lege ich es einfach an und diesen Wert mit diesen Madenschrauben, der ist ja ungefähr hier, habe ich fest abgespeichert. Das habe ich mir auf mein Handrad gelegt und diese Position fahre ich einfach an. Das erleichtert mir so einiges. Okay, gehen wir jetzt rüber. Man kann hier schon so einen Hilfsrahmen sehen. Und da habe ich so einen, ich nenne es mal Fake-Rahmen, erzeugt. Jetzt gucken wir uns mal kurz an. Wir vermessen das Ganze und da sind unsere 31 Quetsch und hier die 92 Quetsch. Das habe ich einfach als Rahmen gemacht, damit ich das mit dem Setup etwas leichter habe. Also im Prinzip ist es jetzt synchron zu der Graviervorrichtung. Und hier habe ich Name rechts, man kann es schon sehen.
habe ich mir hier so einen Hilfsrahmen gemacht, damit ich einfach weiß, da drin muss ich bleiben. Man kann es auch sehen, hier ganz leicht überschreite ich den Rahmen, aber das ist halb so wild. Da kann man jetzt irgendeinen Namen eingeben, meine Lieblingsschriftart, MV Poly, und dann skaliere ich das entsprechend. Und dann wird das Ganze hinein extrudiert, genau wie hier mein Logo oder mein Name. Und das war schon tatsächlich die ganze Konstruktion. Machen wir weiter mit der Fertigung. Ich sag mal, das ist ja eher der spannendere Teil. Hier kann man sehen, Setup oben, Setup unten. Der Plan war eigentlich, das so einzulegen und dann laufen zu lassen. Leider funktioniert das nicht so. Die Dicke hier unterscheidet sich leider. Und das sieht man einfach in der Gravur. Das sieht nicht gut aus, deswegen muss Z jedes Mal neu angetastet werden. Und falls ich nur ein Lineal machen möchte, habe ich gesagt, mache ich eben zwei Setups. Okay. Wir bleiben jetzt mal beim oben. Hier kann man sehen, mein 1/8 Zoll. Jetzt 45 Grad steht hier, er zeigt hier immer nur die eine Flanke. 90 Grad. Hier kann man die Schnittdaten sehen. Man kann es schon sehen, ich habe so eine Voreinstellung lineal. Aber das habe ich aus dem Bauch einfach mir ausgedacht. Finde ich ganz gut. Okay. Dann klicken wir die Kontur oben an, sagen als Endhöhe ausgewählte Kontur und hier könnten wir eigentlich auch ausgewählte Kontur minus 1,3 mm machen. Denn oberste Höhe oder ausgewählte Kontur ist ja in dem Fall gleich. Oh, was ich vergessen habe, war das Setup. Hier ist, wie gesagt, diese Kante, die ich antaste. Und hier kann man auch sehen, 000, also ich will kein Aufmaß. Und das ist schon das ganze Setup. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal hier die Durchgänge an. Da gibt es ja nichts einzustellen beim Klavieren. Und genauso hier auch. Also da habe ich nichts verändert. Also sagen wir abbrechen. Das ist exakt das gleiche. Nur einmal hier der Name und einmal das hier. Das muss ich dann nicht jedes Mal neu klicken. Und wenn ich in den Postprozessor gehe, klicke ich einfach die zwei zusammen an und sage posten. Okay, dann den Laser. Hier kann man schon sehen, ich habe eine kleine Änderung vorgenommen. Ich graviere jetzt mit einem 0,4 mm Schaftlaser. Das ist ja mein Laser. Die Schnittdaten interessieren uns nicht. Wichtig ist nur, dass überall 1000 steht, damit wir es später leichter beim Löschen haben. Dann gehen wir hier in die Geometrie. Und wählen die Fläche unten aus. Bei den Höhen sagen wir hier 01, 01, damit er einfach nicht so viel in den Z rumfährt. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Bei den Durchgängen sage ich ein Rohteilaufmaß, weil, wie erkläre ich es jetzt am besten, leider wird die Voransicht nicht so schön dargestellt. Ich probiere es mal so, vielleicht sieht man es dann besser. Genau. Jetzt kann man sehen, die Gravur geht klar bis zum Sand. Hier kann man es ja sehen, bis zum Sand. Und ich möchte aber nicht, dass der Laser bis zum Sand geht. Einfach deswegen, wenn man mit dem Finger drüber fährt, wird man diese Lasergravur und das Schwarze immer an den Fingern haben und es dann auf dem Holzlineal verteilen. Das möchte ich nicht. Deswegen bleibe ich mit dem Laser etwas weg vom Sand und dann. Man kann es ja jetzt sehen, am Schaftfräser würde es dann das Laserergebnis so aussehen. So wird graviert. Hoppla. So. Wie gesagt, 0101, ausgewählte Kontur, denn das ist ja mein Finish. Natürlich bewegen wir uns ja irgendwo auf einer Schräge. Also das ist nicht ganz korrekt, aber ich sag mal, so ein bisschen Toleranz ist ja auch in dem Laser. Bei den Durchgängen hier so teilen, Aufmaß 04 und hier sage ich einfach eintauchen. Wichtig ist, Rampensicherheitshöhe 0 und hier auch 0. Und das war's tatsächlich. Dann geben wir das in den Postprozessor. Ja, hier kann man das sehen, die 2. Dann gehen wir auf Bearbeiten.
dann löschen wir S8 und M3, gehen auf Steuerung H, also ersetzen, sagen, such mir F1000 und jetzt suchen wir uns selbst, hier sieht man es, F1000 und sagen ersetzen durch nichts und sagen alles ersetzen und jetzt ist alles verschwunden. Okay, und speichern. Ja, und das war es tatsächlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn noch irgendwas unklar sein sollte, schreibt es euch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.